Hallo liebe Nachbarn, unsere Nachbarschaft vernetzt sich. So oder ähnlich steht es auf Flugblättern, die in letzter Zeit vermehrt in Thüringer Briefkästen auftauchen. Genannt wird darauf die Internetplattform nebenan.de, auf der man sich anmelden und vernetzen soll. Klingt zunächst einmal ungewöhnlich, vielleicht sogar unseriös. Ist es aber nicht, denn nebenan.de ist ein soziales Netzwerk, das tatsächlich die meist anonymen Nachbarn in der Stadt näher zusammenbringen will. Vor gut einem halben Jahr zog Lisa nach Erfurt. Für die gebürtige Dresdnerin hieß das, eine neue Wohnung suchen und einen neuen Freundeskreis. Wie heutzutage üblich, half ihr dabei das Internet. Durch das neue soziale Netzwerk nebenan.de kann Lisa mit Nachbarn in ihrem Viertel in Kontakt treten. Und das kann hilfreich sein. Ich weiß halt, okay, die Menschen wohnen in der Nähe, die Person sogar in meiner Straße. Die könnte ich doch tatsächlich mal anhauen, wenn ich jetzt eine Bohrmaschine brauche oder eine Leiter, was weiß ich. Oder sei es halt eine Fahrt mit dem Auto zu machen. Einmal in der Woche trifft sich Lisa mit Freunden zum Völkerballspielen im Park. Auch dazu lädt sie via Netzwerk ihre Nachbarn ein. Zum Beispiel Conny aus Leipzig, die ebenfalls seit kurzem in Erfurt lebt. Ich habe einen Post geschrieben, dass ich Mädels suche, um irgendwie Anschluss zu finden in Erfurt. Daraufhin hat sie mich eingeladen, komm doch zum Völkerball. So war das. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Gut 850.000 Nutzer tummeln sich nach Unternehmensangaben im neuen sozialen Netzwerk. Hier geht es nicht darum, mit Freunden auf der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben, sondern seine Nachbarn kennenzulernen und sich zu helfen. Ein großartiger Ansatz finden die Verbraucherschützer. Da man sich aber mit Adresse und Foto anmeldet, sollte man auch achtsam sein. Wenn ich da schreibe, ich bin im Urlaub, das ist schon bei Facebook problematisch. Ja? Und hier, wenn also meine unmittelbaren Nachbarn wissen, die ich jetzt nicht alle kenne, dass ich 3 Wochen im Urlaub bin und jemanden zum Blumengießen brauche, das ist sicherlich eine Gefahr, die man nicht unterschätzen darf. Finanziert werden soll das kostenfreie Portal durch Werbung lokaler Händler und Handwerker. Derzeit kommt das Geld von Finanzinvestoren wie dem Burda Verlag, zu dem die Zeitschriften Bunte und Fokus zählen. Angst um seine Daten brauche man dennoch nicht haben, so Mitbegründerin Ina Brunk. Man muss ganz klar unterscheiden, dass also Investoren, die uns finanzieren, also uns eben da, sag ich mal, erstmal Vertrauen schenken und sagen, ich gebe euch jetzt erstmal das Geld, dass ihr die Plattform aufbauen und betreuen könnt. Die haben keinerlei Zugriff auf Daten. Dazu ist es eben tatsächlich so, dass wir als in Deutschland ansässiges Unternehmen eigentlich den strengsten Datenschutzbestimmungen überhaupt unterliegen. Lisa hat keine Angst um ihre Daten. Einen Missbrauch fürchtet sie eher bei anderen Internetriesen, die nicht in Deutschland sitzen. Sie wollte neue Leute kennenlernen und das ist ihr auch dank nebenan.de geglückt.